Hallöchen! In diesem Video werden wir uns dem Thema APIs widmen und ich werde versuchen, euch zu erklären, was eine API ist, vor allem dann auch, was eine REST API sein wird und warum das mittlerweile eine sehr gern genutzte Methode ist, um Daten zwischen zwei IT-Systemen, insbesondere im Web, auszutauschen. Und ich habe das Ganze ein bisschen an einem konkreten Beispiel aufgezogen. Und zwar das Beispiel eines Online-Shop-Systems. Und wir haben hier einen Online-Shop, ein Presto-Shop-System, das ist so ein Open-Source Online-Shop-Software. Und hier gibt es einen Demo-Shop. So sieht das Frontend also aus. Dieser Shop beinhaltet also hier so ein paar Produkte. Das heißt, das ist so ein ganz normaler, wahrscheinlich so ein LAMP-Stack, also irgendeine Linux-Maschine. Da ist dann ein Apache vielleicht drauf installiert und PHP. Also die ganzen Skripte dieses PrestaShop-Systems basieren auf PHP. Und dann haben wir eine MySQL-Datenbank. In dieser Datenbank liegen alle Produktinformationen, ja, die ganzen Config-Informationen für das Frontend zum Beispiel. Alle unsere Kundeninformationen, Bestellinformationen liegen alle in dieser Datenbank. Ja, das ist also so unser Beispielsystem. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen konzeptuell anschauen, ja, kann man sich das ungefähr so vorstellen. Also wir haben hier so einen Server, kann irgendwie ein Application-Server sein. Ja, hier in dem Fall ist es jetzt eigentlich Web-Server, Application-Server, alles in einem. Ja, macht aber nichts fürs Verständnis, ist das absolut egal. Und also unser Application-Server, der hat eine IP-Adresse. Unter der diese erreichbar ist. Und jetzt laufen in dem Fall, wenn man so will, zwei Dienste. Zum einen Webserver, der unter Port 80 erreichbar ist. Apache, ja, könnte das sein. Dann haben wir hier noch PHP als Modul installiert. Das heißt, PHP als Interpretersprache, um eben solche Skripte auszuführen, dass bei einem Aufruf, ja, zum Beispiel Produktübersicht, eben so eine HTML-Seite gerendert werden kann. Und dieses PHP, diese Programmiersprache, diese Skripte sind in der Lage, eine Verbindung zu einem Datenbankserver aufzubauen. Der Datenbankserver läuft hier in dem Fall auf der gleichen Maschine, hat auch einen eigenen Port 3306, unter dem er erreichbar ist, aber in dem Fall nur lokal. Also sprich nur dieser eigene Server kann selbst auf seine eigene Datenbank zugreifen. Die ist also von außen nicht erreichbar. Ja, wir haben zwar den Rechner mit dieser IP, ja, also nochmal, wer das jetzt nicht so ganz versteht, vielleicht nochmal das Video zu einer Internetverbindung anschauen und zu Sockets. Und hier in dem Fall ist es also nicht möglich, jetzt von außen hier eine Socket-Verbindung auf diesen Datenbank-Server zu eröffnen, weil eben dieser Port nicht nach außen geöffnet ist. Der Webserver schon, ja, der Webserver ist erreichbar. Und genau, wie gesagt, also dieses PHP, ja, wird hier, da ist die ganze Business-Logik drin enthalten, was soll wie, wann dargestellt werden, ja, die ganzen Seiten, die ganzen Ansichten, alle Infos aber, die in diesen Seiten enthalten sind, kommen eben aus dieser Datenbank, aus dieser MySQL-Datenbank. So, das ist erstmal so das grobe Layout und das ist auch so ein Standard, ja, für so kleinere Anwendungen, also so eine Zwei- oder Drei-Tier-Architektur, also eben hier Webserver, Datenbank auf einem Rechner und dann haben wir natürlich noch einen Client. Das wäre es in dem Fall hier zum Beispiel auch mein Laptop. Ja, der hat auch eine IP-Adresse und der Zugriff auf dieses Shop-System erfolgt eben hier übers World Wide Web, über HTTP-Requests auf dem Port 80 dieses Servers und dort antwortet mir eben dieser Webserver. Und wenn ich eben so einen Request starte, das können wir jetzt ja nochmal machen. Ich zeige das nochmal kurz. Ja, also ich lade einfach mal die Seite nochmal neu. Ja, dann dauert das vielleicht ein bisschen. Ja, also jetzt wird eben ein Skript gestartet auf dem Server, das mir diese Produktübersichts- oder Startseite generiert, das HTML dafür. Ja, und wenn ich eben mir hier irgendwie Detailseite zu einem Produkt anschaue, wird eben ein anderes Skript gestartet, was so eine Detailseite rendert und so weiter. Ja, und genauso, wenn ich hier irgendeine Aktion mache, ja, ich füge hier irgendwas zum Warenkorb hinzu, wird jedes Mal hier im Hintergrund
so ein Skript gestartet. Das kann dann auch eben über so einen Ajax-Request sein. Ist egal. Auf jeden Fall passiert hier einiges auf dem Server. Informationen werden aus der Datenbank ausgelesen und eben als HTML-Ansicht zur Verfügung gestellt, dem Client. So, das ist erstmal so das Layout, wie wir es bei vielen, vielen Anwendungen so kennen. Und jetzt mal angenommen, das ist jetzt alles ganz schick mit dem Server und der läuft und Kunden bestellen und ist alles super, aber wir wollen eigentlich in unserem Unternehmen oder wir haben irgendwie den Wunsch, dass es noch vielleicht andere Geräte, andere Devices gibt, ja, vielleicht irgendwelche IoT, Internet of Things Geräte, irgendwelche Kühlschränke oder was auch immer, die auch auf dieses System zugreifen sollen, können sollen, aber eigentlich eher auf die Datenbank. Ja, also wir wollen jetzt nicht irgendwie, der Kühlschrank will jetzt keine HTML-Ansicht einer Webseite haben, sondern der will vielleicht nur anfragen, ist irgendein Produkt auf Lager gerade? Ja, wie viele Produkte vom Typ Milch sind da jetzt noch auf Lager in diesem Online-Shop zum Beispiel? Ja, und dazu ist es natürlich irgendwie, also der Kühlschrank versteht ja jetzt kein HTML oder so. Ja? Das heißt, der braucht die Information eigentlich in einer anderen Art und Weise, beziehungsweise wäre es irgendwie, sag ich mal, denkbar, dass man direkt auf die Datenbank eigentlich zugreift. Ja? Dass man sagt, naja, irgendwie brauchen wir hier Zugriff auf die Datenbank. Ja, wir wollen jetzt hier kein HTML, keine Webseite uns anschauen, aber wir wollen Infos aus dieser Datenbank haben. Vielleicht ist das aber auch irgendwie ein Sensor, der irgendwo steht, der Daten zum Beispiel in diese Datenbank einlesen soll oder einfliegen soll. Ja, oder vielleicht irgendwelche Lagerbestände eben wieder erhöhen. Ja, das ist vielleicht ein Sensor irgendwie im Großlager und wenn dann eine Kiste ankommt, wird die gescannt und dann soll hier ein Gerät ein Update an unsere Shop-Datenbank machen. Hier Produkt Milch haben wir jetzt wieder 50 Paletten, keine Ahnung, 100 Stück bekommen oder sowas. Ja, das heißt, da bräuchte aber dieses Gerät, was eben auch im Internet ist, auch eine IP-Adresse hat, Zugriff auf diese Datenbank in irgendeiner Art und Weise. So, und jetzt kann man sich überlegen, wie könnte man jetzt diesen Zugriff bewerkstelligen? Dann könnte man natürlich sagen, naja, ist doch eigentlich ganz klar, ich könnte doch einfach diesen Port jetzt halt nach außen öffnen, ja, und dann sagen, okay, dann darf eben über eine Internetverbindung, ja, über so eine TCP-Verbindung hier auf Port 3306 eine Anfrage gestartet werden und dann eben MySQL Code hier übermittelt werden, ja, der dann eben irgendwelche Tabellen aktualisiert. Und die große Frage ist aber so ein bisschen, ist das wirklich eine gute Idee, das so zu machen? Und es gibt mehrere Gründe, die da stark dagegen sprechen. Zum einen ganz klare Sicherheitsbedenken. Ja? Das heißt also, jeder weitere Port, jede weitere Anwendung, die nach außen geöffnet wird, erreichbar ist, stellt immer ein Sicherheitsrisiko dar. Und gerade wenn das dann sowas ist wie ein direkter Zugriff irgendwie dann auf die Datenbank. Also selbst wenn jetzt irgendwelche Kriminellen, sage ich jetzt mal, da nicht die Zugriffsdaten direkt hätten, ja, dann könnte man das vielleicht irgendwie über Brute Force probieren oder so, ja, da irgendwie an die Datenbank ranzukommen. Also es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Ja, das möchte man eigentlich tunlichst vermeiden. Hinzu kommt, dass es vielleicht dann meistens dann so ist, ja, ich habe dann vielleicht kompletten Zugriff auf die Datenbank, das will ich eigentlich nicht, ja, dann müsste ich das irgendwie so einstellen, dass gewisse Datenbanknutzer nur auf gewisse Tabellen oder gewisse Funktionen, ja, das macht es auf jeden Fall sehr aufwendig und wie gesagt, also ein hohes Sicherheitsrisiko. Ein zweiter Grund, warum das keine gute Idee sein könnte, ist, dass sowas schlecht skaliert. Und zwar aus folgendem Grund. Ja, wir stellen uns jetzt vor, es werden immer mehr Kunden, immer mehr Sensoren. Wir haben sehr, sehr viele Zugriffe auf diese Datenbank. Und in einem Zugriff, während einer Sitzung, sage ich jetzt mal, wird es ja vielleicht so sein, dass jetzt nicht nur ein einzelner Datenbankbefehl abgesendet wird, sondern das ist vielleicht, muss man sich so vorstellen, ja, die Internetverbindung wird aufgebaut, dann wird sich mit dem Benutzername, Passwort mit dem MySQL-Server verbunden. Dann muss eine Datenbank ausgewählt werden und dann kann ich eben über weitere MySQL-Befehle irgendwelche Aktualisierungen vornehmen, noch irgendwas auslesen. Ja, und das werden meistens wahrscheinlich mehrere SQL-Statements sein. Ja, und die ganze Zeit wird A, diese Verbindung aufrechterhalten und B, müssen dann zwingend
auf jeden Fall alle Anfragen innerhalb dieser Session von diesem gleichen Datenbankserver beantwortet werden. Ja, weil nur bei dem bin ich mit dieser Sitzung gerade eingeloggt. Der weiß auch, welche Datenbank ich ausgewählt habe. Das heißt, diese eine ganze Sitzung ist auf jeden Fall an diesen einen Rechner, sage ich mal, gekoppelt so ein bisschen. Und wenn ich das System aber skalieren möchte, ja, vor allem wenn ich dann eben horizontal und vertikal skalieren möchte, das heißt, ich möchte nicht nur mehr Speicher oder sowas einbauen oder irgendwie noch ein paar Prozessorkerne freigeben, sondern ich möchte vielleicht auch vielfach redundante Server haben, ja, kann ich diese Session eben nicht verteilen auf verschiedene Server. Das ist dann auf jeden Fall dann eingeknüpft. Ja, das heißt also, da ist es schon mal schwierig, so ein System dann skalieren zu lassen. Okay, also wir stellen fest, gibt auf jeden Fall Nachteile, das so zu machen, die da ganz stark dagegen sprechen. So, und da ist jetzt die Frage, haben wir hier irgendwie andere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen? Und eben eine Möglichkeit wäre, dass wir eine API erstellen oder bereitstellen. Und eine API kann jetzt in dem Fall von PrestaShop nichts anderes sein, als dass das eben weitere PHP-Skripte sind, die wieder auf die Datenbank zugreifen und diese Skripte werden, wie auch die normalen Webseitenaufrufe auch, über Port 80 ganz normal als HTTP-Request an diesen Server gesendet. Ziel ist aber eben nicht, dass das jetzt irgendwie ein Browser machen soll, ja, weil eben keine Webseiten dargestellt werden soll, sondern irgendwelche Anwendungen. Ja, eben hier zum Beispiel dann ein Python-Skript, was auf diesem kleinen Minicomputer läuft. Ja, irgend so ein Raspberry Pi, den ich vielleicht in meinem Lagersystem habe, ja, und der irgendwie einen, keine Ahnung, RFID-Leser hat. Und wenn da jemand mit einem Paket vorbeiläuft, dann wird da irgendwie automatisch irgendwelche Aktualisierungen vorgenommen. Aber wichtig ist zu begreifen, diese API besteht also aus weiteren PHP-Skripten. Das muss nicht sein, es kann auch eine andere Programmiersprache sein, aber in dem Fall von PrestaShop ist das so. Und die sorgen eben dafür, dass kein HTML gerendert wird, sondern eben zum Beispiel XML oder JSON. Ja? So, also wir sehen so einen normalen Aufruf an den Shop über das normale Frontend, liefert HTML. Und wenn ich diese API-Anfrage, kriegen wir zum Beispiel JSON oder XML. Wir werden auch gleich noch sehen, diese API ist nichts anderes als einfach eine andere URL auf diesem PrestaShop-Server. Ja, also es ist einfach nur eine andere URL. Und diese API stellt mir dann ganz, ganz stark strukturierte und vor allem gekapselte Funktionen zur Verfügung. Und die sind eben auch sehr, sehr schön begrenzt. Ich kann also als Ersteller, Entwickler dieser API dann ganz wohl definierte Funktionen bereitstellen, dass ich sage, okay, Produkte auslesen oder Produkte vom Typ X auslesen oder Produkte filtern. Ja, und wenn ich eben nicht mehr bereitstellen möchte, dann gibt es hier auch nicht mehr. Und als Nutzer dieser API bin ich komplett entkoppelt auch von diesem Datenbanksystem. Das ist also auch nochmal ein weiterer Vorteil, beziehungsweise ein Nachteil der anderen Methode. Ja, wenn ich das so machen würde, müsste hier auf diesem Client MySQL ausgeführt werden, was dann zum Beispiel ganz stark dann schon an dieses konkrete Datenbanksystem geknüpft ist. Das heißt, sollte ich hier irgendwann mal Änderungen vornehmen, muss ich das auf allen Clients dann auch wieder tun. Ja, also alle Clients, die irgendwie so ein Skript laufen haben, was hier MySQL-Befehle abfeuert und ich ändere hier das Datenbanklayout zum Beispiel, ja, würde dann dazu führen, dass stimmt dann nicht mehr. Wir haben jetzt ein anderes Layout, das sind andere Joins oder so, andere Selects müssen da gemacht werden. Das heißt, auf jedem Client müsste ich dann meine Programme, meine Skripte ändern. Benutze ich eine API, kann ich das intern in der API dann ändern, aber der Aufruf an Produkte auslesen bleibt identisch. Ja? Der Aufruf, der hier vom Client gemacht wird, bleibt gleich. Heißt halt eben einfach nur Produkte aufrufen und wenn ich mich entscheide, ach nee, wir haben das Datenbanklayout komplett geändert, vielleicht sogar eine andere Datenbank, ja, dann muss ich eben nur die Skripte dieser API anpassen und das ist dann eben ein Skript, ja, für das Produkt anzeigen und das war's. Ja, also bin ich hier auch viel, viel, viel flexibler und muss das nicht dann an 1000 Stellen ändern. Also das ist die Herangehensweise. Wir schauen uns das mal, würde ich sagen, kurz im Browser an, wie sowas aussieht. Ich habe jetzt mal hier die PrestaShop API aufgerufen. Im Browser macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Ja, aber um es mal kurz zu zeigen, können wir das mal machen. Und wir sehen, ja, also hier ist es zum Beispiel so, dass einfach an die normale Shop-URL gibt es dann noch eine weitere URL, die nennt sich API, und dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Produkte auszulesen. Die API ist geschützt wie durch so einen Benutzername. Das ist meistens so ein Hash-Wert, ja, den ich im Backend von PrestaShop zum Beispiel konfigurieren kann und kann dann verschiedene API-Zugänge erstellen und kann zum Beispiel auch sagen, welcher Schlüssel, also welcher Key oder welcher Nutzer ist das eigentlich, hat jetzt welche Möglichkeiten. Ja? Also wer kann Produkte ansehen, wer kann Produkte ändern und so weiter. Und wir sehen hier, ja, wenn ich einfach an dieser API diesen Aufruf starte, API slash Products, bekomme ich eben ein XML-Dokument zugesendet, in dem jetzt eine Liste enthalten ist mit allen Produkten, die es hier in diesem Shop-System aktuell in der Datenbank gibt. Und wenn ich mir dann ein einzelnes Produkt anschaue, das habe ich jetzt hier schon mal aufgemacht, ja, dann sind das eben hier ein weiteres XML-Dokument mit der ganzen Information, die hier zu diesem einen Produkt dazugehört. Ja. Und genauso ist das dann auch zum Beispiel mit Bestellungen, ja, Orders, sehe ich dann eben, ja, das sind jetzt alle Bestellungen, die hier jemals getätigt würden. Das ist hier so ein Demo-Shop, den ich in der Veranstaltung genutzt habe. Und wenn ich jetzt hier in irgendeine Bestellung mal reingehe, ja, dann sehen wir eben hier theoretisch wann und von wem und zum Beispiel mit welcher Bezahlungsmethode diese Bestellung durchgeführt wurde. Und das Ganze ist hier, wie gesagt, XML-Format. Also das ist keine Webseite zum Anschauen im Browser, sondern dieses XML-Format soll ja eigentlich dann von einem Softwareprogramm ausgelesen werden. XML ist eben sehr, sehr, sehr stark strukturiert, wesentlich besser strukturiert als HTML. Und es gibt eigentlich in jeder gängigen Programmiersprache Bibliotheken, um zum Beispiel XML oder JSON, Datenformate auszulesen und auch abzusenden. Also so sieht das aus. Und ja, das heißt also, über diese sehr, sehr einfache Schnittstelle, HTTP-Nachrichten sind halt auch sehr, sehr simple. Das ist eine sehr simple Art und Weise der Kommunikation eigentlich. Kann ich eben gezielt aus dieser Datenbank Informationen auslesen, aber auch Informationen einfügen. Hab aber den Vorteil, ich muss keinen weiteren Port aufmachen. Das ist immer noch Port 80, ganz normal Web. Läuft ja auch alles über den Webserver, der ist quasi dazwischen. Ja, diese API ist quasi deswegen heißt das ja auch Application Programming Interface, also eine Schnittstelle zwischen der Datenbank und eben unserer Client-Anwendung in dem Fall. Und hier ist das eben so eine PHP-Anwendung, ja, so eine Web-Anwendung auf dem Server. Und bei diesen Aufrufen ist es jetzt eben auch so, dass jeder, wie beim Web ja auch, wie beim klassischen HTTP, dass das meist eben als stateless Architektur umgesetzt wird. Ja? Also stateless, stateful, da gibt es auch ein Video. Wer das jetzt vielleicht nicht weiß, empfehle ich mal, sich das anzuschauen, ja, was da der Unterschied ist. Und in dem Fall oder in vielen Fällen wird eben so eine REST-API stateless umgesetzt. Das heißt, jeder Request ist unabhängig. Es gibt keine Session. Ja, das heißt, in jedem Request werden alle Informationen, die ich für die Bearbeitung des Requests brauche, mitgesendet. Also was ich, wenn ich, wir können ja nochmal in den Shop reingehen. Ja, also wenn ich jetzt hier, ein Request wäre jetzt eben die Order-Übersicht, ja, und nächster Request, keine Ahnung, die Order 1 sich anzuschauen. Ja, und diese beiden Requests sind jetzt komplett unabhängig voneinander. Also ich kann diesen Request ausführen, ohne ob ich jetzt den anderen vorher schon gemacht habe oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, weil in meiner Anfrage ist ja alles drin, was der Webserver braucht, um zu wissen, was er ausliefern soll oder diese API. Das heißt, ich kann also dieses System dann eben mehrfach redundant machen, weil jeder Request theoretisch von jedem Server dann, von jedem redundanten Server, also so, wie so gespiegelt, beantwortet werden kann. Ja, das heißt also, selbst wenn ein Client, keine Ahnung, 80, 100 Requests abfeuert, kann ich die eben mit so einem Load Balancer sehr, sehr einfach auf verschiedene Server dann verteilen. Und dadurch skaliert meine Anwendung halt viel, viel besser als mit dem System, dass ich diesen Port nach außen öffne. Und
Sicherheit ist auch in dem Sinne gewährleistet, dass ich eben nur die Funktion aufrufen kann, die die API überhaupt zur Verfügung stellt. Wenn es keine Drop-Database-API-Aufruf gibt, ja, dann kann ich eben die Datenbank nicht komplett löschen oder sowas. Ja? Also da habe ich auf jeden Fall, bin ich, was die Sicherheit angeht, auch viel, viel besser aufgestellt, als den Port nach außen zu öffnen. Ja, also das, und das ist eine API, das war es eigentlich schon, ja, vom Konzept her. Also wir haben einen Unterschied und so eine RESTful-API über HTTP, dann eben anstatt HTML zum Beispiel JSON oder XML. Und das kann dann eben hier auch so eine kleine Python-Anwendung sein. Das werden wir uns auch gleich nochmal anschauen. Und wie sieht jetzt so ein Request zum Beispiel auch? Wir haben es aus, wir haben das ja gesehen in dem realen PrestaShop-Beispiel der API. Ja, es ist also ein ganz normaler GET-Request an einen Webserver. Ja, und unter einer bestimmten URL verbirgt sich dann eben eine bestimmte Funktion. Zum Beispiel hier, ich möchte das Produkt anschauen, welches die ID 12 hat. Und dann kriege ich eine ganz normale HTTP-Response. 200 in dem Fall. Ja, das Produkt wurde gefunden. Alles ist okay mit der Detailinformation als XML-Dokument. Ja, hier Produkt-ID 12, Name K. Also ich habe das hier super stark vereinfacht. Ja, wir haben ja gesehen, im realen Beispiel waren da schon noch ein paar mehr Elemente hier enthalten. Ja, so kann das also aussehen. Also sehr, sehr einfache Nachrichten, die eigentlich hin und her geschickt werden. Genauso, wenn jetzt vielleicht ein Produkt hinzugefügt werden soll, dann ist das eben kein GET-Request, sondern ein POST-Request, HTTP-POST. Und die URL wäre dann vielleicht irgend sowas wie Products-Add. Und dann muss ich in diesem POST-Request dann eben noch meine Informationen mitgeben. Das kann auch ein XML-Dokument sein, was für ein Produkt denn jetzt hier in die Datenbank hinzugefügt werden soll. Ja, und dann, dass ich dann irgendwie sage, Name ist Motorcycle, Preis 18, Quantity 10. Und auch hier würde ich dann wieder eine ganz normale HTTP-Response bekommen. Das kann zum Beispiel dann 201 created sein und dann vielleicht noch Zusatzinfos, was war jetzt dann die ID, die dem Produkt zugewiesen wurde und ja, vielleicht noch irgendwelche weitere Metainformationen, dass das jetzt alles geklappt hat und vielleicht noch irgendwie ein Timestamp oder irgendein Hash oder sowas, ja, für das Erstellen dieser oder diese Transaktion überhaupt. Ja? Also so sehen die Nachrichten dann aus, die sich hier diese beiden Kommunikationspartner dann übermitteln. Ja. Genauso wäre es dann, wenn ich vielleicht ein Produkt aufrufe, was es gar nicht gibt. Ja, also irgendwie, ich habe jetzt mal hier die Produkt-ID 99 genommen und wir nehmen wir an, dieses Produkt gibt es gar nicht in dieser Datenbank. Ich versuche also ein Produkt auszuwählen mit der ID 99, das existiert aber nicht in meiner Produkttabelle. Ja, und dann würde ich eben klassisch wie auch im Web so einen schönen 404 zurückbekommen. Ja, not found. Ich kann euch das auch mal zeigen. Das ist auch in dieser PrestaShop-API ähnlich. Ja? Also wenn ich jetzt hier mal, ich bin jetzt bei den Orders, das wäre jetzt die Order 1 und ich mache jetzt mal die Order 100.000, die es nicht gibt. Ja? Und dann kriege ich hier so ein Page Not Found 404-Error zurück. Und jetzt muss natürlich mein Client wissen, wie er damit umgehen soll. Ja? Also es wird dann eben hier auch ein bisschen mehr vielleicht vom Client verlangt, ja, dass ich dann eben weiß, muss ich dann mit sowas umgehen. Und zu den Methoden vielleicht noch, bevor wir uns das Ganze dann mal in Python noch anschauen, wie so ein Mini-Client aussehen könnte. Ja, wir haben schon gesehen, also es gibt verschiedene Methoden dieser RESTful-APIs, die sich eben einfach an die ganz normalen HTTP-Methoden anlehnen. Also GET, dass ich Ressourcen anfordere, POST, dass ich Ressourcen anlegen möchte. Ja, zum Beispiel unterhalb einer angegebenen Ressource, damit meint man zum Beispiel, dass ich ein neues Produkt unter der Kategorie Produkte anlegen möchte und für dieses neue Produkt gibt es eben noch keine URL, ja, weil es die ID noch gar nicht gab, die wird dann erst erstellt. PUT wäre zum Beispiel, wenn ich eine Ressource ändern möchte, kann ich das zum Beispiel benutzen. Ja, und dann gibt es noch ein paar weitere Methoden, die man jetzt nicht so oft sehen wird sogar. Ja, also meistens sieht man in den Client-Anwendungen dann irgendwie so Gets und Posts, ganz viel und Puts. Die liegt mitunter auch, ja, wenn ich irgendwie natürlich klar ein Produkt löschen möchte, hätte wäre dafür da, dass ich mir nur Metadaten anzeigen lassen möchte. Also sprich, ich möchte wissen, wann wurde das zum letzten Mal geändert und keine Ahnung, weiß ich nicht, wie viele Zeichen enthält das oder irgend sowas. Ja. Also das sind Und das reicht eigentlich aus, ja, um so eine kleine
REST-API umzusetzen. Und ich habe das mal getan in Form eines ganz, ganz kleinen Python-Skripts. Und es gibt ja auch eine Bibliothek für den PrestaShop. Ja, da muss man noch nicht mal die einzelnen Requests selber umsetzen, was jetzt in Python auch kein riesengroßes Problem wäre. Ja, also ich versuche mal hier genau die Konsole zu löschen. Ja, ich instanziere hier also ein Objekt der Klasse PrestaShop Web Service. Und hier ist das so, dass ich jetzt so ein JSON zurückbekomme. Und ich kann hier mit so ganz einfachen Befehlen, ja, wie zum Beispiel PrestaShop Get und dann Products, ja, muss ich sagen, also ja, was für eine Kategorie möchte ich denn? Und dann kann ich sagen 52, eben das Produkt mit der ID 52 möchte ich die Details dazu haben. Ja, und hier mit Head ziehe ich mir nochmal so ein paar Zusatzinfos einfach mal, damit wir ein bisschen was sehen. Und ich beende mal das Skript hier. Es gibt nämlich noch ein paar weitere Zeilencode, die ich jetzt aber gar nicht anzeigen lassen möchte. Ja, also wir sehen dann hier, das ist also jetzt hier wie so ein JSON-String bzw. so ein Dictionary in Python. Und mit den Infos, allen Infos zu diesem Produkt, ja, mit der ID 52 zum Beispiel. Ja. So, und ja, das wäre eben jetzt alle Infos, die in dieser Datenbank zu diesem Produkt gespeichert sind, beziehungsweise die diese API jetzt für mich zur Verfügung stellt. Es könnte auch durchaus sein, dass es eben Informationen in der Datenbank gibt, die jetzt aber nicht in dem Ergebnis mitgeschickt werden, ja, weil das eben die Entwickler dieser API eben nicht vorgesehen haben. Ja, und so kann ich sehr, sehr einfach, könnte ich jetzt zum Beispiel mir alle Produkte aus dieser Datenbank rausholen oder die auch filtern, ja. Das habe ich hier nochmal gemacht, einfach nur zum Zeigen, dass ich eben sage, ich möchte jetzt mal die Orders haben, aber ich möchte sagen, diese Orders sollen einen bestimmten Order-State haben. Es gibt im PrestaShop verschiedene Order-States. Das ist zum Beispiel, ist eine Bestellung schon bezahlt, wurde die schon verarbeitet, wurde die schon versandt und so weiter. Ja, und da habe ich jetzt hier einfach mal einen Filter angelegt. Das sind, glaube ich, alle theoretisch noch irgendwie offenen Bestellungen, ja, die auf Bezahlung warten oder auf PayPal warten oder auf Banküberweisung warten. Und das können wir auch mal durchführen lassen. Ich mache hier kurz nochmal einen Exit. Ja. Dann wird danach nichts mehr ausgeführt. Und ja, dann sehen wir also, kriege ich eine riesige Liste eben hier unten an Bestellungen, ja, die diesen Zustand besitzen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel diese Bestellung durchgehen oder ich weiß, ja, das ist jetzt dann vielleicht mein kleines Gerät, was ich hier immer gezeigt habe, ja, dieser kleine Pi, der irgendwo im Lager steht und jetzt kommt hier irgendwie, wird eine Bestellung versandfertig gemacht, die ist dann gepickt und wird an den Scanner gehalten und dann soll der Status geändert werden, dieser Bestellung im Online-Shop von in Bearbeitung auf Versand oder sowas, ja, oder wird versandt oder was auch immer. Ja, und dann kann ich mir eben sagen, okay, ich möchte die Order mit der ID 2 haben, zeige nochmal den Status oder wir nehmen mal die 4. Ja, bei der 2 habe ich das nämlich vorhin schon geändert. Ja, und lass mir nochmal den alten Status anzeigen und ändere dann den Order-Status auf 2, was jetzt vielleicht wäre Ware versandt. Ja. Und dann sage ich, okay, edit, ja, und dann wird eben kein get abgesendet, sondern vielleicht jetzt hier in dem Fall ein put request mit eben der Zusatzinfo, welche Order jetzt wie geändert werden soll. Ich feuere das mal ab. Ja, und dann sehen wir, okay, old status war jetzt 1, die 4, jetzt muss ich natürlich nochmal machen, ja, weil ich die dann nicht nochmal ausgelesen habe. Ah ja, genau. Jetzt sehen wir auch, die Order 4 ist jetzt nicht mehr in unserer Liste drin und hat jetzt den Status 2. Ja? Und so kann ich mir dann sehr, sehr, sehr einfach jetzt hier zum Beispiel mit Python Anwendungen erstellen, die auf diese API zugreifen und dann eben hier in dieser Datenbank sowohl Sachen auslesen als auch Änderungen vornehmen können. Ich kann das aber auf eine sehr kontrollierte Art und Weise umsetzen und das Ganze skaliert eben sehr gut. Und wir sehen, dass sehr, sehr viele Anwendungen heutzutage auf diese Methodologie setzen. Ja, also es gibt bei Google, bei Facebook, bei Twitter überall APIs, die ich anfragen kann. Ja.
bei Netflix zum Beispiel, ja, und dann können andere Drittanbieter Anwendungen schreiben für Netflix, ja, für irgendwelche Smart TVs oder was auch immer, ja, weil sie eben diese API nutzen und dort, was ich zum Beispiel nach den Filme auslesen oder irgendwelche, was auch immer, Tipps, ja. Also, ja, meine Empfehlung, google vielleicht mal, was es für APIs gibt, ja, von Facebook, von Twitter, von Google. Und spielt vielleicht damit mal rum. Ja, es ist ganz, ganz einfach, hier so ein Python-Skript mal zu schreiben mit 5 Zeilen Code, um zum Beispiel, keine Ahnung, die letzten Twitter-Nachrichten zu den und den Themen rauszusuchen und dann vielleicht irgendwie eine kleine Analyse zu fahren. Ja, das geht aufgrund dieser sehr, sehr schönen erstellten APIs sehr, sehr einfach.